Hallo und herzlich willkommen zurück zum Mars-X-Mod für RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute habe ich mal was anderes vor. Was ganz anderes, sondern wir bauen mal wieder was ganz Neues um. Das war eigentlich auch falsch. Also wir bauen auf jeden Fall ein bisschen. Eine Sache würde ich gerne noch machen, und zwar habe ich hier bei der Pumpe ja das, hier ist ja auch das Anbaufeld dran. Ich würde gerne auch dafür sorgen, dass hier unter der Pumpe nicht angebaut wird, weil da wird eh nichts angepflanzt. Von daher werden wir ganz vorsichtig die Anbauzone da mal eben entfernen. Ich glaube, dass wir es, wenn wir hier drauf klicken, Moment, Delete Zones, dass es gehen müsste. Jawohl, geht alles klar. Ich dachte, dass möglicherweise sonst die ganze Zone verschwindet. Das wäre schade. So, dann bleibt es also dabei. Hier Kartoffeln, hier Heilwurzel und hier oben Baumwolle. Also genau andersrum. Und damit wir halt Klamotten nähen können und vor allem auch ein bisschen Ersatz für Medizin haben. Davon haben wir nämlich momentan nur noch 21 Paketchen, 21 Medizinvorräte, nicht sehr viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass, wo ist sie, die Lara Asthma hat und regelmäßig Behandlung braucht. Und ja, stimmt, man kann die Behandlung auch ohne Medizin machen, aber das ist ja auch bereits im Kommentar gesagt worden, da wird es nicht besser von. Von daher machen wir das natürlich weiterhin so, dass wir Medizin dafür aufwenden würden. Und dann ist es gut, wenn wir Kräutermedizin haben. So, und dann ist ein weiterer Vorschlag genannt worden. Also, diese Luftschleuse zum Gewächshaus, das haben wir schon gemacht. Das ist sogar schon gemacht worden, bevor ich den Kommentar gelesen habe. Absolut richtig, dass wir das gemacht haben. Dann die Schleuse hier. Ja, ich habe hier wieder inflatable, also aufblasbare Wände reingesetzt. Ist jetzt nicht das stabilste, aber bei Dekompression explodiert auf jeden Fall die Wand. Da ist egal, glaube ich, ob das eine Eisenwand ist oder eine Schieferwand oder eine Granitwand oder eine aufblasbare Wand. Was aber möglicherweise hilft, ist, wenn wir zwei Wände setzen. Das heißt, wir werden jetzt, was haben wir ja hier, unsere Sandstone Walls. Wir werden einfach nochmal hier und hier Wände setzen und hoffen, dass wir damit ein bisschen das Ganze entschärfen. Damit, wenn so eine Dekompression nochmal auftritt, es glimpflicher abgeht. Und wir werden sogar noch ein bisschen weitergehen und das hier machen. Wir werden diesen Scrubber mal hier hinstellen einfach. Und dann werden wir hier auch noch, ja, das geht natürlich jetzt nicht, da muss der Scrubber erst weg. Werden wir da auch noch ein Stückchen Wand setzen. Dann ist das Ganze so ein bisschen wuchtiger und vielleicht haben wir dann ja ein bisschen mehr Glück. Wäre zumindest schön. So, dann, was wollte ich diese Folge machen? Ich wollte was anderes machen mal, habe ich gesagt. Und es geht mir eigentlich auch um die Umsetzung eines eurer Ideen. Wir haben ja hier unsere beiden Gewächshäuser und die sind an dem Hauptwasserkreislauf angeschlossen. Aber ja, das Gewächshaus an einen eigenen Wasserkreislauf anzuschließen, ist eine sehr charmante Idee, die ich gerne umsetzen würde. Dazu müssen wir allerdings hier erstmal ein bisschen erweitern wieder. Ich meine, das kennen wir ja schon. Ich würde mal ruhig ein bisschen großzügiger sein, wenn ich mal gucke, das AGS ist relativ groß. Wie viele Felder ist das breit? Können wir nachgucken. 4 Felder breit, das heißt, wir haben hier den Abstand dann 1, 2, 3, 4. Dann könnte man hier noch einen freilassen, dann hier die Wand, dann passt das also schon genau so. Dann bauen wir hier also erstmal so zu. Und dann kommt hier ein AGS hin und wir schauen mal, was noch Sinn macht. Dann werden wir den Wasserkreislauf hier unterbrechen, beziehungsweise ihn einmal hier natürlich entlang führen für den Rest des Habitats, aber das ganze Sprinklerwasser hier, das wird dann von einem eigenen AGS kommen. Das ist wirklich eine gute Idee. So, wir müssen, damit hier überall gearbeitet wird, natürlich auch noch wieder die Leute in die Anzüge gehen lassen und vor allem würde ich gerne nochmal die Zonen überprüfen. Ja, das ist noch alles in Ordnung. Gut, okay, das haben wir, glaube ich, auch erst jüngst gemacht, aber schadet ja nicht, immer wieder nochmal drüber zu schauen. Wenn die Wand gesetzt ist, würde ich das Stück Inflatable hier gerne auch noch austauschen. Das ist hier ein bisschen blöd, wobei, ja, wir könnten es machen, wir müssen dann erst eine neue Außenwand hier bauen. Das könnten wir eigentlich generell machen. Aber wir lassen das einfach so, das ist okay. Sieht dann halt ein bisschen nach Stückwerk aus, ist es dann ja auch, aber wir sind ja auf dem Mars und nicht im Luxushotel, dann darf das auch so aussehen. So, hier haben wir noch eine Kiste, ich guck mal eben kurz nach, was da drin ist. Das ganze Zeugs.
Ja, packen wir auf jeden Fall aus. Dann können wir die Kiste nämlich da entfernen. Die steht da ein bisschen im Weg. Und diese hier, da waren, glaube ich, da war Vicodin drin, oder? Hoppla. Cancel. Nee, da war das gleiche nochmal drin. Ach ja, komm, packen wir auch aus. Speisekammer ist noch ein bisschen Platz und wir sind ja eigentlich autark jetzt auch davon. Aber dann können wir die Kisten loswerden, das würde ich wirklich gerne machen. Ach ja, und auch auf jeden Fall kommt ja auch noch ein Wassertank rein dann. Ganz klare Sache. So. Ein paar Leute müssen jetzt mal in die Anzüge, am besten die, die hier nur so rumlungern auf dem Flur. Ja, sie wollte jetzt gerade einsehen gehen, aber da haben wir, glaube ich, genug Leute jetzt schon aktiv. Völlig in Ordnung so. Doyle macht es trotzdem. Na gut. Wollen wir nicht so sein. So, und wo sind die anderen jetzt alle hingegangen? Lara ist hier. Okay. Und wir brauchen ja auch noch eine zweite Luftschleuse. Also das hier ist ja Nummer 1. Unser Haupteingang. Der erste Eingang, den wir ins Habitat hatten, wird auch Zeit für etwas Neues. Und den hatte ich ein... Suit Breach. Müssen wir eben gucken. Von Doyle... Gut, der ist... von Tom. Der ist aber drin. Macht nichts. Druck ist ein bisschen runter. Kein Problem. Ja, wir werden hier eine neue Schleuse machen. Und die werden wir dann auch so ein bisschen absetzen. Einzeichnen werde ich es jetzt schon mal. Wir werden den Flur noch ein Stückchen verlängern. So. Dass wir hier noch einen kleinen Raum vielleicht anschließen können. Und dann kommt die Schleuse. Und dann müssen wir natürlich wieder runter auf 1. Wie machen wir das denn am sinnvollsten? Also wir machen auf jeden Fall so. Dann eine Tür hier, die andere Tür. Wie viel Abstand haben wir hier? 3, dann machen wir hier auch wieder 3. Also, das kann man jetzt nicht so gut sehen, außer das sind alles Wände hier. Hier kommt die Schleuse hin, dann muss es hier natürlich auch doppelwandig sein. Und dann wäre das hier so der Ausgang. Die zweite Schleuse. Ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir das ruhig schon bauen. Machen wir das auf jeden Fall schon mal so. Das können wir bauen, ohne dass wir Beeinträchtigung haben. Und dann setzen wir hier einfach eine Luftschleuse hin. Hier noch eine. Und dann können wir die Wand einreißen. Da spricht eigentlich auch nichts gegen, die Luftschleuse jetzt schon zu bauen. Was haben wir hier? Aus Aluminium oder aus Eisen? Aus Aluminium und Eisen. Können wir die denn auch aus Stein bauen? Nee, das geht nicht. Dann nehmen wir hier in dem Fall... Wir haben momentan mehr Stahl als Eisen. Allerdings ist Eisen hier die bessere Wahl, denke ich. Gut. Zweite Schleuse. Im Bau. Und die haben wir hier ein bisschen weiter vorkommen lassen. Dann machen wir das hier natürlich auch wieder. So. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, das hier wird auch erst gebaut, wenn irgendwelche Leute, die bauen, zufällig mal in Anzügen stecken. Wir könnten... Jess ist gerade aus der Dusche raus, natürlich auch nochmal reinstecken. In einen Anzug, meine ich. Weil sonst wird das hier nichts. So, aber da werden jetzt die... ersten Wände gebaut. Die Kiste ist schon auf und alles ist eingelagert, außer diese hier, diese Freeze-Dried. Also die gefriergetrockneten, die wollen wir eh nicht haben. Und dann können wir die Kiste abbauen. Hier habe ich vergessen, das Open einzuschalten auch. So, jetzt ist es soweit. Dann können wir diese Kiste auch abbauen. Gibt wieder ein bisschen Material. Material ist derzeit nicht unsere größte Sorge. Aber wie heißt es so schön, besser haben als brauchen? Von daher alles gut so. Steine werden weiter umgewandelt auch, wenn die Leute denn da gerade mal Lust zu haben. Tom ist stimmungsmäßig so weit unten. Das ist so schade. Also wie gesagt, das mit der Scheidung hier von Amelia, traurige Sache. Und ja, können wir leider nicht ändern. Oh, es ist schon wieder so kalt. Minus 4 Grad. Wir müssen hier eine Heizung reinstellen. Das nützt nichts, wir haben zu wenig Heizkörper. Hier ist minus 16 Grad. Ah, draußen ist es minus 38, alles klar.
Das erklärt natürlich einiges. Minus 38 ist nicht ganz ohne. Also, neuer Heizkörper. Hier ins Lager rein. Stellen wir da neben den Lüfter und neben das LED-Panel. Dann, tja. Die Räume sind auch sehr kalt. 2 Grad, 0 Grad. Noch eine Heizung auf dem Flur. Irgendwie halte ich das nicht für das Beste. Wir können auf jeden Fall eine Heizung hier reinstellen. In diese Ecke noch. Da fehlt derzeit auch noch eine Tür. Ist auch nicht ganz so wichtig, eine Tür. Können wir erstmal so lassen. Ja, ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge hiermit fertig werden. Aber wir haben es auf jeden Fall dann schon mal angefangen. So, und die Leute kommen tatsächlich mit dem Essen her. Das kostet natürlich Zeit. Die Kühlkammer hier an dieser Stelle, vielleicht wäre sie hier besser. Dann könnte man hier hin und her laufen vielleicht. So, die haben alle nichts zu tun. Die gehen jetzt alle in den Anzug rein. Hier wird gearbeitet. So, Amelia hat auch nichts zu tun. Dann ab in Anzug. Und Lara, was macht Lara? Ich mache neue Steinblöcke, das ist absolut richtig. Und ja, ich sehe gerade, das Drumherum laufen hier um dieses Gebirge kostet auch immer viel Zeit. Ich meine, das hört bald auf, wenn wir diese Schleuse fertig haben. Und das sieht ganz gut aus, dass es jetzt noch klappen könnte. Bin ich eigentlich sogar froh, dass das hier fertig wird, bevor da oben angebaut wird. Schleuse halte ich dann doch für etwas wichtiger. Hoffnung schwindet, dass es fertig wird noch, aber vielleicht kommen die Leute ja alle nochmal wieder. Aber ich glaub's nicht. Nee. Die machen gerade andere Sachen. Kartoffelernte schon wieder und neu einsäen. Wir haben eigentlich... die Speisekammer ist voll. Warte mal, die Schokolade und die, die Mayonnaise muss gekühlt werden. Das Beef Jerky auch, sehe ich gerade. Ja, die Schokolade muss eigentlich auch gekühlt werden. Na wunderbar. Tja, dann... Dann sollten wir die Ready Meals rausschmeißen. Die werden nämlich nicht schlecht. Ready Meals kommen hier mit rein. Storage. Wo sind sie? Meals. Ready Meals da rein. Und hier. Und hier raus. So. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz für mehr Kartoffeln. Und hier sieht man, werden nicht schlecht. Die werden wahrscheinlich auch nie gegessen. Ich glaube, das mögen unsere Leute nämlich nicht so gerne wie hier unsere simplen Mahlzeiten. Unsere einfachen Mahlzeiten, besser gesagt. So, da oben wird auch angefangen. Schade, hier haben sie noch nicht fertig gemacht. Hier liegen noch ein paar Steine, Sandstone ausgerechnet, den wir auch gut gebrauchen können. Werden wir mal markieren. Das können wir besser so machen. Und wegtragen. Nachschub für unser kleines Lager hier. Und ja, sieht doch gut aus. Aber leider ist jetzt Schlafenszeit. Ist nicht fertig geworden. Ah gut, man kann nicht alles... Ach, schaut mal, hier. Das ist ja auch witzig, wenn die Kiste geöffnet wird, dass das Zeug dann hier landet sogar. Also durch die Wand quasi durch. Interessanter kleiner Fehler. Das wird bald schlecht. Hier sieht man schon 16 von 50... Und ist jetzt zwar gefroren, aber weil es kein Dach hat, steht hier Deteriorating. Das heißt, es zerfällt dann halt, weil es ungeschützt ist. Außerdem wird es ja tagsüber hoffentlich auch wieder ein bisschen wärmer. Also minus 30 Grad ist schon sehr kalt, was wir hier jetzt gerade haben. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Minus 16 Grad, 14 Grad in den Quartieren. Ja, es ist ein bisschen besser geworden. Vielleicht hat diese eine Heizung hier schon was gebracht und diese hier natürlich auch. Ich denke, das war ganz richtig. So, die beiden Kollegen sind schon wieder am Faulenzen. McDaniel wird aufstehen. Lara. Lara kommt auch in den Anzug. McDaniel. Amelia ist fertig mit Essen. Ab in Anzug. Und McDaniel ebenfalls. Und Jess ebenfalls. So, das ist alles halt ein bisschen Handarbeit. Jetzt wird doch da oben gebaut. Ah,
Warum machen die denn nicht erst eine Sache fertig? Wahrscheinlich, weil die Steine im Weg liegen. Gut, da wird sich gerade drum gekümmert. Wenn jetzt noch einer Material mit... Ernsthaft? Von da nach da gelegt? Toll. Sehr fleißig. Ich habe nicht darauf geachtet, wer es war, aber das gibt kein Fleißkärnchen. Das sieht schon ein bisschen klobig aus, ne? Aber es erfüllt ja einen gewissen Zweck. Von daher habt ihr hoffentlich Verständnis. Sowas haben wir momentan viel. Aluminium und Polymer. Ich glaube, Aluminium können wir noch oben nachkriegen. Kein Problem. Polymer nicht, glaube ich. Und soweit ich weiß, brauchen wir das nachher noch für einen Reaktor. Wenn wir hier schon mal die Fliesen legen. Die Schleusen sind auch beide da, nur diese schließt sich aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich muss da noch einmal einer durchlaufen. Vielleicht ja beim Fliesen verlegen. Damit wir hier endlich öffnen können. Tja, müssen wir noch drauf warten. Oh nein, wir haben Jess eingesperrt. Dach ist drüber, wie es aussieht. Ja, das ist gut. Dann können wir hier aufmachen. Können wir ihm sofort sagen, dass er da durch kann. So. Gut, dass wir das gesehen haben. Das wäre jetzt nicht schön gewesen sonst. Und dann wollen wir die ganze Wand abbauen. Im Moment, da müssen wir aufpassen, weil da drunter sind noch Rohre. Die wollen wir erstmal nicht abreißen. Dann werden wir eine Kopie des AGS errichten. Vorher werden wir hier noch Kacheln legen. Das ist auch Aluminium alles. Ja, warten wir, bis die Wand weg ist. So, Boden schon vorbereitet, aber noch nicht zu Ende ausgelegt. Also müssen wir eine weitere Nacht warten, aber das ist okay. So, insgesamt noch ein bisschen düster alles hier. Ich überlege noch mehr LED-Panels aufzustellen. Ich gucke zwischendurch auch mal, also ja, Energie ist glaube ich überhaupt kein Problem. Wir haben genügend Solaranlagen oder Solarpanels in dem Fall. Kein Problem. Ja, vielleicht sind wir ja hier in Zukunft sicher. Wenn die äußere Schleuse wegfliegt, ist das glaube ich alles auch noch nicht so schlimm. Oder nur die innere. Ich glaube, ein Problem kriegt man, wenn beide Schleusen wegfliegen. Aber dann haben wir hier noch unser Gewächshaus abgesichert. Der Abstand ist auch groß genug zwischen den beiden Türen, dass die Explosion einer Schleuse nicht unbedingt vielleicht nur die andere mitzieht. Ich weiß es nicht. Wir werden es einfach sehen. Wir werden abwarten müssen, ob das jetzt gut ist. Wir lassen die eben noch ausessen da, die beiden, und dann kommen die alle in ihre Anzüge. Und arbeiten schön weiter. Ja, hier wird der Boden gemacht. Gut. Ja, jetzt schließen sich die Türen auch. Das heißt, wir können jetzt hier diese beiden abreißen. Das ist eine sichere Zone jetzt. Jetzt müssen wir nur noch den Boden ergänzen. Und natürlich die Zone erweitern für unsere nicht durch Anzüge geschützten Kolonisten. So. Da dürft ihr euch aufhalten. Das hätten wir. Und ja, natürlich, wenn wir da schon bei sind, da dürft ihr euch natürlich auch aufhalten. Und dann kommen gleich hoffentlich auch noch Leute, machen hier fertig. Aluminiumboden, habe ich gesagt. Wir werden das Rohr hier noch wieder, obwohl, ja, ich guck mal, ob wir vielleicht mit dem Rohr andersrum gehen. Wenn wir jetzt hier die eigene Wasserversorgung machen, ist das Ding hier wahrscheinlich eh ein bisschen im Weg. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Wasserkreisläufe voneinander trennen. Naja, aufpassen. In Anführungsstrichen, es ist nicht schlimm, wenn sie dann doch zusammen sind, aber wir wollen sie ja jetzt separieren, von daher müssen wir dann natürlich schon einen Blick drauf haben. Schon wieder Schlafenszeit, ne? Ne, 20 Uhr. Es könnte noch was passieren. Und es sieht auch so aus, als ob es noch gemacht wird. Sehr schön. Okay, gut. So, und dann hauen wir eine Kopie von dem AGS, wie gesagt, hier rein. Kostet 45 Aluminium, 3 Bauteile und 140 Stahl. Haben wir momentan sogar alles vorrätig. Und dann würde ich sagen, stellen wir den ruhig hier oben direkt an die Wand. Obwohl an die Wand nicht.
Wenn wir es nicht an die Wand stellen, könnten wir die Rohre hier sogar noch drumherum führen. Das wäre sicher besser. Da müssen wir mal eben schauen, wie das jetzt rohrtechnisch aussieht. Wir lassen die Rohre liegen und werden... Ja, wir werden hier hochgehen. Und wir werden dieses Rohr... Boah, da hinten rumziehen ist aber auch ganz schön weit. Lass mich mal kurz überlegen. Obwohl, es wäre eigentlich sogar besser. Also, Wasserrohr geht ab sofort... Warte mal, AGS? Ach, ich meine natürlich ein Mivex. Gott sei Dank habe ich das noch gesehen. Also hier muss ein Mivex natürlich kopiert werden. So, Mivex kommt hier hinein. Stellen wir direkt da oben dran. Mivex, nicht AGS. Eieieiei. So. Und dann werden wir das Wassersystem hier komplett herausnehmen und wir werden das hier unten langleiten. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir es dann, wenn wir es vielleicht neu bauen, ob wir es dann eh hier hinten alles reinknallen. Also auf jeden Fall werden wir erstmal das Rohr hier langlegen. Und zwar hier komplett durch. Kostet wieder immens viel Stahl, weiß ich wohl. So, und wir müssen ja nur bis hier. Weil wir das haben, können wir das eigentlich schon abreißen, das ganze Stück hier. Aber da müssen wir natürlich jetzt erstmal drauf warten. Gut, das ist Nummer 1. Lassen wir es erstmal fertig werden. Dazu müssen die Leute natürlich in den Anzug. Weil sie an der Wand nicht arbeiten, ohne in der Draußenzone zu sein. So, ich werde die jetzt auch alle wecken. Beziehungsweise alle ihre Anzüge anziehen lassen, damit das gemacht wird. Ja, was kostet denn das Mivex? Da habe ich mich ja vertan. Das kostet auch weniger. Nur 75 Stahl, 45 Aluminium, aber die gleiche Anzahl an Bauteilen. So, und wir beobachten jetzt, wie das Rohr hier zur Fertigstellung kommt. Sieht alles schon mal gut aus. Jawohl. Sehr schön. Ah, ich bin begeistert. Es ist fertig. Das heißt, wir reißen das Rohr jetzt hier ab. Und das wird jetzt ein bisschen dauern, ist aber leider so. Deconstruct. Deconstruct. Und ich bin froh, dass wir diesen Übergang dann eigentlich schon weg haben. Ist eigentlich, wollte ich ja schon lange. Kann man das nicht? Es wäre so schön. Da baue ich die Wand mit ab, das ist das Problem. Obwohl, wartet mal, wenn ich in Environmental Deconstructor... Was wird jetzt deconstructed? Die Sandstone Wall. Naja, okay. Dann funktioniert das nicht, da müssen wir es von Hand machen. Kein Problem. Ich werde den Hotkey benutzen. Mal aufpassen, dass das Rohr auch aktiviert ist. Nicht, dass wir uns hier ein Loch reinreißen. Das wäre eine Katastrophe. Stromkabel. Gut, dass nicht auch noch ein Gasrohr hier liegen würde. Sonst müssten wir das wahrscheinlich auch noch durchklicken. So, wir machen erstmal bis da und dann gucken wir mal. Ah, da sind sowieso noch zwei zu viele. Die machen wir auch noch. Und dann nehmen wir das Stück auch noch. So, machen wir die erstmal weg. Schön, dass das Eisen jetzt draußen liegt. Ganz toll. So, noch kriegen wir Wasser von da oben. Das hat keinen Strom. Gut, dass wir das auch noch sehen. Das müssen wir natürlich noch sicherstellen. Ziehen wir die Leitung hier schon mal hier rüber.
Dann muss da natürlich Sand rein. Da ist momentan ein bisschen wenig drin. Das heißt, wir müssen auch noch neu graben. Gucken, ob wir hier irgendwo noch was da ist. Noch ein bisschen was. Ja, guck. Ich weiß nicht, ob sie da graben, aber... Schadet ja nicht, das mal so zu versuchen. So, jetzt ist gerade Freizeit. Darum stehen sie alle nur rum und machen gar nichts. Wieso hat Lara keinen Anzug an? Und Jess auch nicht. Hatte ich die nicht alle eingekleidet? Ich wurde scheinbar übersehen. So, das Stromkabel ist da. Das Ding produziert Wasser. Jetzt gucken wir wieder nach und nehmen auf jeden Fall das Rohr hier weg. Das können wir Gott sei Dank auch schnell machen. So. Gut. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch dieses Ding hier wegnehmen, dann wäre der Weg schon mal weg. Damit das Wasser hier aus dieser Abluft, also diese Feuchtigkeit, noch weiter Wasser in einen Tank speichert, würden wir natürlich sowieso einen Tank kopieren müssen. Den bauen wir, ich lasse mal ein bisschen Abstand hier hin. Brauchen wir natürlich ebenfalls ein Wasserrohr. Und das hat dann hier rüber die Verbindung dahin. Das heißt, wir können hier schon mal kappen. Dann ist das hier alles schon mal autark. Müssen wir noch gucken, dass hier noch ein bisschen mehr Sand reinkommt, aber es sieht schon ganz gut aus. Ja, der Sand wird hier ausgegraben. Die laufen auf den Anlagen rum, das ist okay. So, da ist jetzt wenig Wasser drin. Die Verbindung ist schon gekappt, das sehen wir, dass hier der Stahl liegt. Das heißt, was hier jetzt reinkommt an Wasser, das kommt schon aus diesem Gerät. Und natürlich auch hiervon, der die Feuchtigkeit abzieht. Minimal nur wahrscheinlich, aber immerhin. So, und dann hätten wir das hier jetzt als eigenständiges System. So wie wir es haben wollten. Jetzt macht das natürlich eigentlich Sinn, das Ding noch hier rüber zu bauen. Was kostet das denn? Puh. Nee. Könnte man halt machen, aber... Ich wollte... Obwohl, wir haben so viel Material. Wir haben 208 Bauteile, ganz ehrlich. So. Das kommt jetzt hier hin, das Ding. Fertig. Nicht rumgeizen. So, und dann bauen wir jetzt noch eben den restlichen Wasserleitungskram hier ab. Super, da ist jetzt auch das Gaspipe drin, das heißt, viermal klicken. Tja, und tut das wirklich Not? Das ist natürlich jetzt die Frage, die man sich stellen kann, wenn man diese ganze Aktion jetzt hier mal so rückwirkend betrachtet. Lohnt sich das oder bringt das was? Ich finde schon. Ich finde es realistisch, dass man die Lebensmittelerzeugung, also dass man so einen hydroponischen Garten möglichst autark aufzieht. Das macht aus meiner Sicht schon Sinn. Wir sprechen hier von Raumfahrt, wir sind auf einem Mars oder wir sind auf dem Mars und da würde man in der Realität vermutlich auch mindestens über ein Backup-System oder über ein vollständig autarkes System dafür sorgen, dass die, ja, dass die Nahrungsmittel sicher sind. Und möglicherweise sogar auch ein eigener Kreislauf sind, um vielleicht Verschmutzung oder anderen Verunreinigungen irgendwelcher Art entgegenzuwirken. Von daher rechtfertige ich diesen ganzen Aufwand einfach mit dem Realismus. Ah, da unten fehlt jetzt auch Strom. Da müssen wir dann nochmal rumziehen. Können wir von hier machen, ist kürzer. Und dann werden wir das Ding jetzt abreißen. Das können wir auch schon machen.
Und dann können wir diesen ganzen Kladderadatsch... Ah ne, der muss ja da bleiben. Aber hier müssen wir dann zwei neue Rohre noch verlegen. Drei. Wir könnten das auch hier einfach komplett durchführen. Aber ich finde das schöner, wenn das so von oben zentral reingeht. Und dann wär's das. Ja, Luftversorgung ist hier drin ja schon gewährleistet durch einen einzelnen Lüfter, der natürlich noch an diesem System angeschlossen ist. Man könnte natürlich auch noch eine AGS hier hineinsetzen, um auch die Luftversorgung für den Garten ja, eigenständig zu machen. Aber ich finde, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht machen wir es noch ein anderes Mal. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieser ganze Umbau. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ja, Daumen nicht vergessen, wenn ihr mögt. Schönen Tag noch. Ciao.